Ich freue mich, wenn Sie mal zuschauen, wenn ich heute ein Tiramisu mache, also den italienischen Klassiker, aber einmal ein bisschen anders. Für die Biscotten Eischnee mit Zucker aufschlagen und die Dotter mit Zucker und Vanillezucker verrühren. Alles gemeinsam mit dem Mehl in einer Schüssel vermischen. Teig in einen Spritzsack geben und im gewünschten Durchmesser der Törtchen Kreise auf ein Blech dressieren. Mit Zucker bestreuen. Bei 200 Grad für 10 Minuten im Ofen backen. Für die Mascarpone-Creme den Mascarpone mit Zucker und Eierlikör glatt rühren. Die Gelatine in Wasser einweichen, ausdrücken und auflösen. In die Creme einrühren. Die Eidotter mit Zucker schaumig aufschlagen. Die Mascarpone-Masse und schließlich auch das geschlagene Obers unterheben. Die Biscotten in Espresso tauchen. Schicht für Schicht gemeinsam mit der Mascarpone-Creme in mit Tortenrandfolie ausgelegte Förmchen füllen. Die Törtchen mit Kakao bestreuen. Mit Pralinen, einigen Beeren sowie Melisse garniert servieren. Gutes Gelingen!